Ich freue mich ganz besonders, Sie heute Morgen zu dem ersten Qualitätstag der DGQ in diesem Format begrüßen zu dürfen. Inhaltlich haben wir ganz stark abgestellt auf den Wunsch, Mehrwert zu bieten und auch eine Plattform, ein Forum für einen echten, strukturierten Gedankenaustausch nutzbar zu machen. Ist schon noch ein sehr starkes Verharren an den alten Rollenbildern. Die Idee wird ja grundsätzlich angenommen, ja, wir könnten Organisationsentwicklung machen, aber ich erlebe das jetzt ganz intensiv als einen Change-Prozess innerhalb der gesamten Berufsgruppe. Spannend war am Anfang die Positionierung im Raum, die ergeben hat, dass es einige gibt, die noch im klassischen Qualitätssicherungssystem verhaftet sind, andere schon komplett in der Organisationsentwicklung, aber der überwiegende Teil sich in der Mitte positioniert hat, was sich auch mit unserem Fachkreisgedanken gedeckt hat. Die Aspekte aus der Forschung zu diskutieren und nochmal einordnen zu lassen von den Praktikern, das ist enorm hilfreich gewesen. Bei mir im Workshop ging es um Qualitätsmanagement als Führungsinstrument und Qualitätsmanagement kann da auch eine Organisationsentwicklung sein. Das war eine sehr interessante, teilweise auch kontroverse Diskussion, in der wir viel, viel wichtigen Input bekommen haben. Einerseits Input, der uns gezeigt hat, dass wir mit vielen Themen auf dem richtigen Weg sind, aber auch neue Ansätze gezeigt hat und Themen aufgezeigt hat, in denen wir uns im Fachkreis stärker damit auseinandersetzen müssen. Wenn wir Themen aufgegriffen haben wie Made in Germany, Standortsicherung, Deutschland oder auch Innovation und Qualität, dann muss ich sagen, haben wir hier Themen aufgegriffen, die den Nerv unserer Mitglieder getroffen haben. Das Format wahnsinnig gut und interaktiv und spannend und Sie können sich das für Sie rauspicken, was Sie gerne möchten. Also ich habe mich riesig gefreut, zum einen, dass so viele Leute gekommen sind, was definitiv auch an der Kurzpräsentation am Anfang lag, die so genial war.